Wir haben endlich unsere Fußbodenheizung verlegt und möchten euch in dem heutigen Video zeigen, wie das so funktioniert hat. Natürlich nochmal ganz kurz erklären, warum wir uns überhaupt in einem Tiny House für eine Fußbodenheizung entschieden haben und wie für uns am Ende auch das Verlegen für uns als Laien funktioniert hat. Wir sind Anja und Ilan und sitzen gerade in unserem Tiny House, welches wir uns schon seit einiger Zeit bauen. Es geht heute um das Thema Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung haben wir deshalb gewählt, weil der Boden sehr kältedurchlässig ist, beziehungsweise die Kälte irgendwie überträgt in den Raum. Also das ist uns so aufgefallen, bei uns in unserem Tiny House. Wir mussten deshalb nachrüsten, weil das nicht von vornherein bei uns so geplant war. Das heißt, wir haben jetzt einen etwas höheren Fußbodenaufbau, haben da verschiedene Firmen auch verglichen. Es gibt ja auch tolle, leichte Fertigsysteme. Ja. Da wäre in unserem Fall allerdings der Aufbau zu hoch gewesen. Wir haben mal ein separates Video dazu gemacht, das verlinken wir euch gerne. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind bei unserem Heizsystem von Alde geblieben. Wir haben ja die Kompakt 3020. Bei der Fußbodenheizung ist es so, dass wir natürlich im größten Raum beginnen wollten. Das ist dann eben unser Küchenpodest, also beziehungsweise die Küche als auch das Wohnzimmer. Wir arbeiten ja mit 15 mm starken XPS-Dämmplatten. Die sind 1 Meter lang und 55 cm breit. Mussten also zugeschnitten werden, entsprechend der Raumgröße. Das haben wir mit einem Cuttermesser gemacht. Genau, da haben wir wirklich auch Platte für Platte gearbeitet und sind sukzessive vorgegangen. Interessanterweise haben wir in dem kleinen Zimmer angefangen, in unserem Minizimmer, den Kreislauf also rückwärts gelegt. Ja. Einfach, weil es für uns vom Handling besser war. Wir parallel in der Küche auch noch die Korpus so langsam aufgebaut und mit dem Ständerwerk verschraubt haben. Das passte dann einfach besser. Als die Dämmplatten also eben in Position waren, haben wir diese nummeriert und auch die Felder entsprechend nummeriert. Und markiert auch, die Ränder. Und markiert, damit diese dann eben verklebt werden konnten. Diese Klebemasse muss natürlich gut verteilt werden und das hat Anja, finde ich, ganz gut drauf gehabt, diesen sauberen Schwung, den kann ich nicht so gut. Danach kann es nämlich auch gleichmäßig trocknen, mit der Bodenplatte natürlich. Ich muss ganz kurz ergänzen, das war nämlich gar nicht so leicht. Also ich glaube auch, dass der Schwung noch nicht ganz richtig war, aber man hat eben so ein paar Techniken ausprobiert. Das Blöde war, dass ich am Anfang den Klebertopf nicht direkt geschlossen habe und ich dann später beim Verteilen auch gemerkt habe, dass der Kleber anfängt schneller zu trocknen und so eine ganz kleine Klümpchenbildung entstanden ist. Dann fängt er so an zu krümeln, ne? Ja. Glück gehabt. Das hat jetzt die Klebewirkung nicht beeinflusst. Wir haben ja später gesehen, das hält bombig. Ja, aber es verteilt sich da nicht mehr so gut. Ja, man muss sich halt schon ein bisschen reinarbeiten oder wir hätten uns vorher besser einlesen sollen, wie man es denn perfekt macht. Also erstmal umfüllen die Masse und den Topf immer geschlossen halten. Das wäre, denke ich, ganz sinnvoll. Als die XPS-Platten also verklebt waren, ging es darum, die Kreisläufe mal aufzuzeichnen bzw. irgendwie vorzubereiten, dass wir eine Vorstellung hatten, wie viele Bleche benötigen wir, wie kommen wir von Raum zu Raum, wie verläuft also das Wasser. Die Alubleche, die normalerweise dann in den Boden eingelassen werden, die haben wir einmal umgedreht verwendet, um ungefähr eine Vorstellung zu haben, wie viele Bleche passen überhaupt. Wie viele Bögen pro Raum, haben wir. Viele Bögen haben wir. Als wir also eine ziemlich gute Vorstellung hatten, haben wir das Ganze eingezeichnet mit einem Edding, ne? Dann ging es eigentlich los, dass wir unsere Bahnen geschnitten haben. Wir haben erstmal die geraden Bahnen geschnitten. Mhm. In der Blechlänge waren das ungefähr immer 1,5 Aluminiumbleche. Wir haben im Prinzip dann immer ein Blech in der Hälfte durchgeschnitten mit der Blechschere. Das ging auch richtig gut. Mhm. Haben die aneinander gelegt und sind dann mit unserer Führungsschiene und dem Heilschneider ganz vorsichtig entlang gefahren, dass wir auch eine gerade Linie haben. Die Bögen haben wir dann ohne Schablone irgendwie hinbekommen. Anja zeigt uns jetzt mal die erste Kurve, wie man das macht. Richtig? Ilan meinte, wir müssen auch mal filmen, wenn wir so richtig versagen und freihand einen Kreis schneiden wollen. Weil warum auch eine Schablone basteln, wenn es auch so geht? Sehr gut. Wow. Also, ich habe schon mal mehr verkackt. Was wir hier für einen Kram machen. Super schön. Und rum. Stopp. Zieh mal hoch. Super. Ich hab's
jetzt nach Gefühl gemacht. Wow, dein Gefühl ist der Hammer. Das müssen wir festhalten. Stopp. Anja Freihand, Ilan Freihand und ich glaube, der Sieger steht fest. Warum? Ja, also meine Leistung heute war schon in Ordnung. Also ja, ein Schönheitspreis gewinnt das Ganze nicht, aber wir haben auch am Ende gesagt, solange genügend Platz ist für das Rohr, wir das entspannt biegen können, das nicht zu eng ist, ist das alles in Ordnung, sieht man nicht. Wo es aufhörte mit der praktischen Anwendung, waren leider die Ecken, an denen wir nicht gut rangekommen sind. Mhm. Das war dann am Podest zum Beispiel. Da bist du nirgendwo rangekommen. Die nächste kritische Stelle war an unserem Waschmaschinenschrank tatsächlich, weil oben im Waschmaschinenschrank ja auch unsere Heizungszentrale sitzt und das Mischerpaket, an dem dann die Fußbodenheizung auch angeschlossen wird. Das heißt, irgendwie mussten wir durch den Schrank kommen und haben am Anfang echt mit unserem Multitool, welches wir uns jetzt auch glücklicherweise gekauft haben, gut vorankommen können. Am Ende hat es dann aber doch der dickste Bohrer getan, den wir gefunden haben. Mit dem Bohrer ging es deutlich besser, ja, an dieser Stelle. Du bist mit dem Multitool nicht richtig rangekommen. Mhm. Es war sehr eng natürlich alles. Ja. Und ganz wichtig ist auch bei der Arbeit mit dem Rohr, dass man eben genug Platz auch lässt, weil das Rohr kannst du natürlich nicht zu stark biegen. Und somit kommen wir eigentlich zur Verlegung des Rohres. Ja, eigentlich ist es einfach. Es lässt sich sehr gut biegen. Es ist sehr handlich. Mhm. Also es ist schnell hingebogen. Das Problem ist nur, dass natürlich eine große Spannung auf diesem Rohr ist, weil man das ja erstmal wieder ausrollen muss. Entwinden muss. Das heißt, die Spannung, die da ist, war der Grund dafür, dass es eigentlich so katastrophal lief anfangs. Oh, wir haben wirklich mit dem Rohr gekämpft. Also die Verlegung der Fußbodenheizung ist eigentlich, eigentlich einfacher als gedacht, ja. Aber wir haben irgendwie ein Problem. Und zwar, jetzt musst du es mal filmen, leg länger auf meine... Ja, aber auf deine Latschen? Ja. Oh nee. Achtung, sitzt toll, bis sie ihren Zeh vorm Kabel nahm. Ja. Und so haben wir das überall. Bup, dass uns das alles hochspringt. Jetzt haben wir schon so ein Aluminiumklebeband genommen, dass die nicht aus ihren Blechen rausspringen, weil wenn wir einmal den Fußboden verlegt haben und uns dann so ein Rohr rausspringt, und also dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wir haben natürlich auch nochmal nachgefragt, woran das liegen kann, dass das ständig rausspringt, das Rohr. Die Antwort war, dass wir die Fräsung wahrscheinlich zu groß gewählt haben für die Bleche. Also dass der Durchmesser von dem Heißschneider... Ja. Zu groß war. Ja. Und daher liegt das auch nicht oder ist auch nicht so fest drin, sondern etwas loser. Ja. Deshalb mussten wir kreativ werden. Wir haben dann gedacht, so ein Mist, wie machen wir das denn jetzt? Weil wir auch immer wieder nachgegangen sind mit den Rohren und wieder versucht haben, nochmal nachzubiegen, nochmal nachzuarbeiten. Mhm. Am Ende hat es einfach nicht funktioniert. Und es gab immer Stellen, wo das Rohr wieder hochgesprungen ist. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, wir haben doch noch so ganz, ganz schmale 0,5 mm starke Aluminiumbleche, ja, aus denen wir eigentlich unsere Heizungswannen, also Rückwände, bauen wollten. Mhm. Haben wir dann aber nicht mehr gemacht, also waren die übrig. Das heißt, wir haben uns 0,5 mm starke Aluplättchen zurechtgeschnitten und diese dann eben links und rechts verschraubt. Aber so tief, dass das auch von der Höhe hinkam. Wir wollten ja vorher auch mal ein anderes System wählen, wo es schon fertige Schablonen gibt und man die Heizrohre eigentlich nur noch einklickt. Das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber höher vom Aufbau. Ja, das war ja das Problem. Das wir haben ja jetzt gepasst. Hier einen Aufbau von 2,8 cm. Mhm. Und das ist natürlich irre. Inklusive Fußboden. Ne? Ja, und wir sind jetzt auch bei einem System geblieben. Also auch das fühlt sich gut an. Wir haben es nur wahrscheinlich einfach nicht so verlegt, wie man es hätte verlegen sollen. Ja. Ja, solange aber der Fluss bestehen bleibt. Es gab ja auch bei der Verlegung des Rohres wieder beim Küchenpodest als auch beim Schrank echt Probleme, weil man in einem relativ starken Winkel hoch muss und um die Kurve. Das ist nicht optimal. Also ich glaube, jeder, der sich das anguckt und ein bisschen Ahnung hat, würde sagen, ah, das ist aber eigentlich vom Bogen schon ein bisschen steiler, als es sein sollte. Also die Rohre haben halt noch, die bestehen aus mehreren Schichten. Das Problem ist nur, wenn man einmal zu sehr biegt oder einmal ein Knick reinkommt, dann ist es ja vorbei. Dann ist vorbei. Hatten wir zum Glück nicht. Die gesamte Bahn neu legen müssen. Drückt mit uns die Daumen, dass das dann in ein paar Tagen auch funktioniert, wenn wir die Heizung das erste Mal in Betrieb nehmen. Ich denke, dass das passt. Ja.
Ja, das Wasser wird schon seinen Weg finden. Nur so aus der Erfahrung heraus, jetzt haben wir ein paar Erfahrungswerte gesammelt. Diese Rohre lassen sich, wie gesagt, gut biegen, aber bloß aufpassen, dass man sie nicht zu sehr biegt. Also 90 Grad Winkel ist machbar, aber langsam. Zu guter Letzt fehlt ja dann nur noch der Anschluss an dem Alde-Mischer-Paket. Da haben wir Klickverbindungen, das war relativ unkompliziert. Die passen, das sind Sonderanfertigungen von Alde. Die mussten auch nur reingesteckt werden, also das war in Ordnung. Schwieriger war dann eben eher im oberen Bereich, dadurch, dass der Schrank ja auch von der Größe jetzt begrenzt ist, dass wir mit dem Rohr auch wirklich unseren Winkel wieder sauber gebogen bekommen und wir einfach genügend Platz haben, um das Ganze zu verstecken, also miteinander einzurasten. Ja. Aber es hat am Ende funktioniert. Wir wollen die Heizung in dieser Woche noch in Betrieb nehmen. Und vor der ersten Inbetriebnahme müssten wir aber noch, und deshalb haben wir auch die Wand jetzt im Badezimmer gestrichen, vorher noch den Handtuchhalter anbringen. Weil der Handtuchhalter ist ja Teil des Systems, das ist ja auch ein Konvektor. Und dann können wir den Kreislauf, wenn er geschlossen ist, starten. Nächste Woche gibt es aber ein Video zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Und zwar werden wir euch unsere Trockentrenntoilette von Trobolo vorstellen, die aus Holz ist. Also wenn ihr euch genauso darauf freut wie wir, dann abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns einen Daumen da und aktiviert das Glöckchen. Dann werdet ihr natürlich informiert oder ihr schaltet nächste Woche Sonntag einfach wieder ein. Ja, bis dahin, wir freuen uns. Tschüss. Ciao.